Hallo und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal hineinschaut. Dass du da bist, freut mich sehr. Heute habe ich diesen WC-Hut, WC-Mütze, ein Kultobjekt, zum Häkeln dabei. Meine Idee, Entwurf und Fertigung so einfach gemacht wie möglich. Was für ein außergewöhnliches Geschenk fürs Auto, nicht nur, auch für die Toilette. Und wie gesagt, als Geschenk was Besonderes. Und dann hoffe ich sehr, es interessiert dich vielleicht und du möchtest erfahren, wie einfach das geht. Und dann würde ich sagen, nachdem jetzt Rapunzel dabei ist, unsere Katze, dass wir loslegen. So, was brauchen wir? Wir brauchen grüne Wolle. Eine, die aussieht wie eine Wiese, wenn da ist, und eine gelbe Franselwolle. Das ist eine Mikrofaserwolle für eine Häkelnadel 5 bis 5,5, 50 Gramm, 85 Meter. Das ist so eine Wiesenwolle. Passt auch super dazu. Und die gelbe Wolle. Die Mikrofaserwolle hatte ich hier schon mal angefangen. Man sieht es sehr schlecht, was ich hier häkel. Wie der Kreis, der Anfang geht, den mache ich komplett in grün, in diesem einfachen Grün. Du kannst natürlich auch eine Baumwolle nehmen, eine Polyester, Polyacryl, alles, was du möchtest. Und anhand von einer anderen Wolle zeige ich es jetzt einfach mal, weil man da die Maschen besser sieht. Bei dem Grün Mikrofaser sieht man es nicht. Also nicht wundern, wenn jetzt eine andere Farbe kommt. Aber ich zeige es ganz easy, dass es dann auch jeder mitbekommt. Ein Knäuel von jeder Wolle reicht erstmal. Und dann legen wir jetzt mal los. Eine entsprechende Häkelnadel zu deiner Wolle brauchen wir natürlich auch. Auf der Banderole steht, wie groß die sein muss. Meine ist jetzt eine 5er-Nadel. Und dann richte dich bitte danach nach deiner Wollauswahl. Hier ist jetzt nochmal die Häkelschrift, wie es weitergeht. Das erkläre ich natürlich auch. Screenshot gemacht und dann hat man es dann auch. So. Der Deckel sozusagen ist fertig. Wir lassen die Mikrofaserwolle dran. Nehmen die gelbe dazu. Jetzt wird nicht mehr zugenommen. Seine Art, wie man häkelt, locker oder fest. Und wenn es nicht reicht mit den 5 mal 1 und dann 2, dann muss man halt noch mal eine Reihe mehr machen, 6 mal 1 und 2 und so weiter. So, wir nehmen jetzt die gelbe Wolle dazu, zu dem Grün. Einfach dazu, machen am Anfang immer weiter unsere 2 Luftmaschen, sonst kann man nicht hin, und häkeln jetzt eine Reihe rundherum, ohne zuzunehmen. Eine Reihe feste Maschen und wir nehmen nichts mehr zu. Als rundherum feste Maschen. Eine Reihe. So, die Reihe ist gemacht. 2 Luftmaschen. Und damit das von der Passform besser wird, drehen wir es jetzt. Wir müssen jetzt eine einzige Reihe mal zurückhäkeln. Auch wieder immer nur eine feste Masche. In jede feste Masche der vorangegangenen Reihe. Und das ist wegen der Passform. Eine
eine Reihe rundherum und dann mit einer Öse die Reihe wieder schließen. Anfang zwei Luftmaschen. So, jetzt drehen wir es wieder auf die richtige Richtung. Also wir häkeln außen weiter. Passt prima drumherum. So, und jetzt nehmen wir die Wiesenwolle. Die andere Wolle lassen wir auch noch hängen, noch nicht abschneiden. Legen einfach die Wiesenwolle drüber hin. Machen unsere zwei Luftmaschen und häkeln dann zwei Reihen. Wenn du es breiter magst, den Streifen, kannst du auch natürlich mehr häkeln. Es wird nicht mehr zugenommen. Auf jeden Fall nicht auf dem Wege nach unten, um die Rolle zu verkleiden. Nur feste Maschen jetzt rundherum am Anfang, dann also am Ende wieder mit einer Öse schließen und am Anfang immer zwei Luftmaschen. So, ich muss jetzt reinwechseln, jetzt wird er wirklich so schlecht geworden. Und dann häkeln wir im Wechsel Wiesenwolle, Franzel mit grüner Wolle, Wiesenwolle bis zum Rand des Klopapiers. Oder wenn ihr wollt, auch einfarbig im Ganzen, wie ihr das wollt. Also ich habe dann zwei Reihen von der Mikrofaserwolle, drei Reihen von der Wiesenwolle und das im Abwechsel bis unten hin. Wenn wir dann unten angekommen sind, am Rand, gibt es einen großen Rand. Das zeige ich dann noch, nur wer es nicht abwarten kann, wir müssen dann zunehmen. Wir häkeln dann zwei Feste in eine Masche, dann eine Feste, zwei Feste Maschen, eine Feste. Also 2, 1, 2, 1, 2, 1, eine Reihe lang, sobald wir unten sind. So, eigentlich würde ich jetzt da auf die Mikrofaserwolle schon wechseln, um den Rand anzufangen. Aber dann sieht man es wieder nicht. Deswegen mache ich jetzt noch eine Reihe mit der Wiesenwolle. Zwei Luftmaschen am Anfang, dann zwei in eine feste Masche. Wieder zwei in eine. Eins, zwei. Dann wieder eine einzelne. In die nächste wieder zwei und so machen wir das rund herum, damit wir Volumen bekommen für den Rand. Und dann kann man auf grün wechseln und den Rand so breit machen, wie man möchte. Also eine komplette Reihe jetzt in 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 und dann entweder wechseln auf die andere Farbe oder so sein lassen und dann 3, 4, 5, 6 Reihen drüber hingehäkelt, so wie einem das gefällt. Und dann ist der Rand auch schon fertig. So, der Hut ist jetzt fertig gehäkelt. Und jetzt kann man natürlich noch ein bisschen zu Deko, wer das möchte. Und dazu habe ich schon mal Blumen vorbereitet, gehäkelte Blumen. Da zeige ich jetzt mal eine Art, aber auch gibt noch mehrere Videos bei mir von gehäkelten Blumen. Und wer da wirklich keine Lust drauf hat, es gibt so schöne Holzanhänger, dann kann man die auch dran nähen. So, aber jetzt häkeln wir erstmal zusammen eine Blüte. Einfach gemacht, schnell gemacht. Und für viele Deko-Ideen. Ich nehme am liebsten Baumwolle. Kannst aber auch jedes andere Garn nehmen. Häkelnadel 2 bis 3. 3,5 geht auch noch. Und du kannst es mit dem Magic Ring machen. Ich mache es mit dem normalen. Magic Ring, wie das geht, habe ich auch ganz easy mehrere Methoden drin. Ich mache jetzt erstmal 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. Die schließe ich zum Ring. Mit einer Öse. So. Und dann mache ich eine Luftmasche und dann mache ich da hier 6 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und schließe wieder mit einer Öse in die erste Luftmasche. So, dann kann man ein bisschen festziehen und schon ist das Loch wieder zu. Das ist jetzt mein Innenkreis. Den kann man auch noch ein bisschen größer machen, könnte jetzt auch wie hier noch eine zweite Farbe drauf machen. Ich mache jetzt aber gleich mit Orange weiter.
Weiß lasse ich erstmal hängen, wird dann einfach abgeschnitten, ein bisschen länger und kann man zum Vernähen nehmen. So, jetzt lege ich nämlich einfach die Orange, ziehe es einmal durch, mache eine Luftmasche, ziehe mir es fest. So, und dann mache ich ein Stäbchen in die erste feste Masche. Eins, ein Stäbchen, noch ein Stäbchen in die gleiche. Dann mache ich drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Mache in die gleiche feste Masche nochmal zwei Stäbchen. Eins, zwei. Dann habe ich ein Blütenblatt fertig. Und dann mache ich in die nächste eine feste Masche. So, dann mache ich wieder zwei Stäbchen, eins, zwei, mach drei Luftmaschen, eins, zwei, drei, mach dann wieder zwei Stäbchen, eins, zwei, und mach jetzt in diese auch in die eine feste Masche eine feste Masche. So, dann mache ich in die nächste feste Masche ein Stäbchen, eins, zwei, dann mache ich wieder drei Luftmaschen, eins, zwei, drei, dann wieder zwei Stäbchen, eins, zwei. Und mach dann wieder eine feste Masche. Alles in eine feste Masche. So, dann mache ich in die nächste wieder zwei Stäbchen. Eins, zwei. Dann wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und wieder zwei feste Maschen. Alles in ein Stäbchen. In eine feste Masche in Weiß. So. Und auch die feste Masche da wieder rein zum Zusammenziehen, damit es ein Blatt gibt. So, und das letzte Mal in die letzte feste Masche. Ein Stäbchen. Ups, da rausgerutscht. Noch ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Zwei Stäbchen. Eins. Bei. Und jetzt in das letzte eine feste Masche. Und dann habe ich eine Blüte fertig. Faden ein bisschen großzügig abschneiden und durch die letzte Öse ziehen, dann können wir damit schön festnähen. In die Infobox schaut ihr einfach mal im Video. Stelle ich da noch genug andere Blüten ein und auch das Blütenblatt, wie das geht. Und dann kann man verschiedene Blüten häkeln. Genau wie jetzt bei meinen Kakteen oder Schlüsselanhänger. Und dann wird es angenäht. Setzt ihr euch das erstmal drauf, wie es am besten gefällt. Mehrere Blüten vielleicht. Ich finde es ganz schön, wenn es auf einer Seite ist. Und dann vielleicht noch ein Blatt dazu, wenn man möchte. Und dann wird es angenäht. Und dann ist auch schon fertig. So ein bisschen locker angenäht, angeheftet. Und dann ist der Hut auch schon fertig. So, ich habe echt einfach eine große Nadel. Die Fäden lasse ich nochmal hängen. Und damit nähe ich das an. Auch nicht rund, doch schon rundherum, aber nicht feste. Ich mag, dass die Blütenblätter noch ein bisschen abstehen, so 3D. Muss dann nur die passende Farbe nehmen, hat man ja, wenn man die Fäden beim Häkeln hängen lässt. Und dann nähe ich mir das so locker an. So ein Zentimeter, anderthalb nach vorne und dann wieder ein Stückchen zurück. Und dann hält das bombig.
Und dann im Inneren den Faden ganz festgenäht. Und die anderen Blüten dann auch, wie es am besten gefällt. So, dann ist die erste Blüte schon drauf. Und das mache ich mit den anderen dann auch. Das nach innen gezogen und dann in den Faden abgeschnitten. So, so sieht es nur bei mir aus. Noch ein Blatt dazwischen, der Holzanhänger, die gehäkelten Blüten. Und dann habe ich sehr meine Idee, meine Ausführung, mein Entwurf und Fertigung haben dir gefallen. Noch viel mehr findest du in meinem Kanal. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen. Nicht nur häkeln, auch stricken, Beton, malen. Basteln mit Butterbrotpapier, Chevy-Schickmöbel, Upcycling, Gartenideen und. Also alles, was man sich so vorstellen kann, findet man eigentlich bei mir. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal. Kerstin.